Hallo und herzlich willkommen. Ich bin's wieder, euer Cornel, und erschreckt euch nicht. Falls dieses Video tatsächlich online kommt oder gekommen ist, dann hat es geklappt und dann bin ich, oh, was macht der da im Vorschauvideo? Krass. Und dann bin ich ziemlich glücklich. Das Video seht ihr ja auch schon, das ist nur so 10 Minuten lang, also ich werde mal gucken, so um den Dreh. Ich kann es halt nicht zu lang machen, wegen der Dateigröße, und ihr seht es wahrscheinlich auch schon, es ist eine ziemlich schlechte Qualität wahrscheinlich, 320p, peile ich an. Ich werde mal gucken, wie das dann so am Ende alles aussieht und ob ich das dann hochgeladen habe, und wenn ja, seht ihr es ja jetzt. Und ja, ich weiß gar nicht mehr, wie der... Ich weiß gar nicht mehr, wie der Hack heißt. Das seht ihr ja oben in der, im Videotitel. Ja, ich habe jetzt gerade nicht aufgepasst. Und auf jeden Fall dachte ich mir halt einfach, ich kann ja mit meinem gedrosselten Surfstick so ein bisschen Bandbreite habe ich damit ja trotzdem noch, die zwar sehr, sehr langsam ist. Das gibt sich dann in solchen Situationen wieder, wo ich zum Beispiel die Bild.de Startseite aufrufen möchte, und wenn ich das tue, kann ich zum Beispiel in Skype keine Nachrichten mehr rausschicken. Dann ist einfach zu viel Internet für die Bild-Startseite im Machen. Deswegen kann ich dann auch nichts anderes nebenbei so im Internet machen. Das ist dann wirklich fast tot. Ja. So. Das ist so meine Internet. Ja, Bandbreite, die ich habe, die ich besitze, die ist nicht sehr hoch, aber gut. Und ja, sehr gut. Und ich dachte mir, naja, ich kann ja mal gucken, ob ich so ein SMW hack. Das ist ja nicht schlimm, wenn da ein schwarzer... Gut. Das ist ja nicht schlimm, wenn da ein schwarzer Rand ist. Also, mir persönlich ist es jetzt nicht schlimm. Ja, so super. Und wenn das so ist, dann kann man mal gucken, ob das funktioniert mit dem Hochladen. Und wenn ja, dann kann sich das hochladen. Und das ist jetzt quasi ein kleines Zwischenprojekt. Ich weiß jetzt gar nicht mehr genau, wie viele Exits dieser Hack hat. So um die 40 müssten das sein. Das ist ein ganz normaler, das ist ein, ja, wartet mal kurz. Kann man sich da jetzt dran festhalten? Ja, kann man. Ach, okay, man kann aber nicht... Oh, das ist natürlich raffiniert gemacht. Man kann hier nicht so an den Seiten rüber. Das ist auch ein Hack, der eigentlich komplett aus... Also ein kompletter Vanilla-Hack sein soll. Ich muss sagen, dafür sieht er ziemlich neuartig aus. Also das ist wohl ein kompletter Vanilla-Hack. Außer die Musik, die ist jetzt custom. Aber... es gibt da zwei Versionen von diesem Hack. Man kann den einmal mit Vanilla-Musik spielen und einmal mit Custom-Musik. Und ich dachte mir aber, Custom-Music ist dann doch besser. So, jetzt haben wir uns hier voll lange aufgehalten wegen den zwei Extra-Leben, aber was soll's. Okay, das sieht auch cool aus. Ja. Der Hackersteller hat da in seinem kleinen Infotext geschrieben, er wollte einfach versuchen, mit dem vorgegebenen Vanilla, was es gibt, einfach ganz neue Looks herzustellen. Und das hat er auch auf jeden Fall jetzt schon in den ersten Leveln geschafft. Das kann man auf jeden Fall sagen. Ich bin relativ überrascht, wie schön das hier alles aussieht. Jetzt sind wir halt nur gespannt, in welche Schwierigkeit sich dieser Hack am Ende entwickelt, denn... Wirklich schwierig ist er natürlich noch nicht, aber das muss ja nicht unbedingt ein Manko sein. Ja, da sind nur Münzen drin. Die hole ich mir jetzt natürlich nicht alle. Oh, der Goomba war gemein, aber ich habe ihn noch... Ach, scheiße. Es ist auch quasi das erste... Oh, Coco. Es ist auch das erste Video, was ich in meiner neuen Wohnung jetzt aufnehme. Und ich nehme es sogar relativ zeitnah auf. Es ist heute Samstag. Der, ich weiß es nicht, Samstag halt, ne? Ich lade es auch, ich versuche sogar am Samstag noch hochzuladen, falls das geklappt hat, dann vielleicht so gegen Abend irgendwann. Und ja, es ist Samstag. Ich muss heute noch Hausaufgaben für die Uni machen, für mehrere Sachen muss ich da noch machen. Das wird ein Spaß. Vor allen Dingen mit meinem Internet. Das ist so eine tolle Sache. Die Hausaufgaben für die Uni, die sind,
Das sind elektronische Hausaufgaben. Das bedeutet, ich muss auf eine Seite gehen, da kann ich mich dann einloggen und da sind dann quasi die Fragen zu den Hausaufgaben aufgelistet und da ist dann so ein Textfeld drunter, wo man dann reinschreiben kann. Und dann füllt man das einfach aus und dann kann man das abschicken. Das bedeutet, dass halt einfach wie wenn man irgendwie ein Internetformular ausfüllt. Das Problem ist halt nur, dass mein Internet voll langsam ist oder fast gar nicht vorhanden und ich nicht weiß, ob das überhaupt funktioniert. Ich hoffe schon, denn sonst muss ich noch irgendwie zur Uni an PC und ich weiß nicht, wie lange die samstags geöffnet haben. Ja, das war jetzt irgendwie... die Kettensäge hat mich jetzt überrascht. Ach du Scheiße. Ich weiß nicht, wie lange die Uni am Samstag die PC-Räume auf hat und eigentlich habe ich gar keinen Bock in der Uni an dem PC, weil ja, zu Hause ist es ja immerhin doch was anderes, da seine Hausaufgaben zu machen. Naja, muss man mal gucken, wie sich das so alles entwickelt. Ich hoffe ja, dass ich bald richtiges Internet kriege, Entschuldigung. Dann geht's natürlich auch mit allem anderen weiter. Ich werde mich dann jetzt auch mal dran setzen, New Super Mario Bros. Wii fertig aufzunehmen. Da fehlen mir nicht mehr ganz so viel. Also zwei Parts habe ich noch im Vorrat und dann fehlt mir nicht mehr ganz so viel. Mal gucken, wie lange das noch braucht. Und ja, es ist gerade so ein bisschen luftleer hier, dieser Part des Levels. Wow. Aber gut, ich glaube, wir sind jetzt durch. Ja, das sieht mir doch sehr nach Ziel aus. Wunderbar, wieder 22. Ja, wenn das nicht mal gekonnt ist, dann weiß ich auch nicht. So, also wir werden die Videos so um die 10 Minuten machen. Viel mehr kann ich da nicht anbieten, aber ich dachte mir, vielleicht freut sich der ein oder andere von euch darüber. Ich weiß es ja nicht. Ich weiß es ja nicht. Ich kann ja nur dann hoffen und gucken, was gesagt wird. Wie gesagt, das ist auch ein SMW-Hack, der nicht allzu lang ist. 40 Exits hat er, glaube ich, und das sollte dann auch nicht so in so vielen Parts resultieren. Und meine Wunschvorstellung ist natürlich, dass ich den Hack so durchkriege, dass ich am Ende tatsächlich dann mit dem Hack fertig bin oder mehr oder weniger fertig bin. Wenn dann auch... Hä? Okay. Tue ich mir das an? Ja, komm. Dass ich dann irgendwie so fertig bin... Ach, nee, warte mal. Ah, ich könnte unten drunter her schwimmen, aber es geht auch so. Okay. Dass ich dann mit dem Hack so fertig bin, dass ich dann, wenn ich wieder richtiges Internet habe, halt wieder mit dem allen anderen weitermachen kann. Mit Paper Mario, das hoffe ich, funktioniert dann auch alles wieder richtig und ich habe Paper Mario noch nicht weiter aufgenommen. Muss ich noch machen auf jeden Fall. Wow. Wow, wow, entspann dich mal. Und das ist, ja, das ist so eine Sache. Ich werde Paper Mario auf jeden Fall erst wieder starten, wenn ich einiges an Vorrat aufgenommen habe, was dann vielleicht bei dem Spiel gerade bei diesem Spiel ein bisschen blöd ist. Weil, ja, es ist ein sehr schönes Spiel, wo ihr mir helfen könnt per Kommentare. Aber ich denke, wenn ich irgendwas vergesse, könnt ihr mir das trotzdem in die Kommentare schreiben und ich kann dann einfach nochmal rückwirkend das Ganze dann holen, machen, irgendwie auch immer. Ja, so dachte ich mir das. Paper Mario ist einfach auch so ein... Ich bin da noch wirklich nicht weit in dem Spiel und es wurde jetzt schon zweimal pausiert irgendwie. Einmal wegen dem Grabber-Fail und einmal wegen jetzt meinem Umzug und das ist irgendwie doof und ich habe auch überlegt, ob ich es vielleicht einfach nochmal ganz abbreche und in einem Jahr erst nochmal mache oder so. Wenn wieder Gras drüber gewachsen ist, aber ich dachte mir, ja, jetzt schon wieder abbrechen, das wird's auch nicht. Das ist alles nicht so einfach. Na komm. Nein! Okay. Ist mir jetzt egal. So wichtig ist mir die Feuerblume nicht. Gut, mein Leben ist mir aber schon wichtig. So. Och, komm schon. Das Ding ist, ich kann den Fisch mit der Feuerblume auch nicht... Oh doch. Okay, warum mache ich es mir eigentlich so schwierig? Ich habe lang kein SMW mehr gespielt. Man merkt es vielleicht auch, ja. Ja, man merkt es bestimmt. Oh, ich bin so gut. Okay. Naja. Wir haben die 10 Minuten dann auch schon erreicht und das Level sagt auch schon, hier beeil dich mal. Ja, also beeil dich jetzt mal. Und ich werde mich dann jetzt auch beeilen. Das war der erste Part. Wie gesagt, ich versuche das mit meinem Surfstick zu uppen. Ich weiß nicht, ob das funktioniert hat. Wenn ja, dann hoffe ich, dass es euch irgendwie gefallen hat.
Wir werden uns diesem Hack dann noch ein bisschen widmen. Mal gucken, wie sich dieser Hack entwickelt. Ich meine, wir sind jetzt stehen vorm Master-Level. Das kann nur pure Action für den nächsten Part bedeuten. Ich bin euer Cornel und ich rede jetzt gar nicht lange um den heißen Brei. Bis dann und ciao. Tschüss.